So, willkommen Leute zum neuen Video. Und zwar machen wir heute nämlich die versprochene Crane Action mit dem Gimbal. Ich habe heute mitgebracht einmal das Gimbal. Kannst du einmal draufhalten. Schon eingestellt, ne? Habt ihr ja gesehen im letzten Video. Dann einmal das Monopod, wovon ich gesprochen habe. Das ist ein Monopod. Und den Thumb Controller von dem Gimbal. Und Maverick, meine Assistentin. Tada, Maverick. So, das erste, was wir jetzt machen, ist erstmal natürlich, wie kriegen wir das Gimbal auf den Monopod. Dazu nehmen wir jetzt einfach hier die Platte vom Monopod, nehmen das Gimbal. Also Fiona ist übrigens im Hintergrund an der Kamera. Wir lösen jetzt erstmal das Stativ vom Gimbal. Das kann weg. Dann müssen wir jetzt die Platte hier dran kriegen. Das Problem mit der Platte ist, wir haben hier ein 3/8 Zoll Gewinde drin. Und standardmäßig ist immer hier ein 1/4 Zoll Schraube dran. Eine 1/4 Zoll Schraube. Das bedeutet, wir müssen das adaptieren. Kannst du mal das Gimbal halten? Und das können wir, indem wir eine Schnellwechselplatte klauen. Und das aus der Schnellwechselplatte nehmen. Da sind immer Adapter drin. Hier, close up. Nicht zu schnell. Okay. So, das ist der Adapter. Der Adapter kommt ans Gimbal dran. Easy. Und jetzt kommt die Platte wieder ans Gimbal. So, und jetzt, jetzt kommt das Gimbal mit der Platte aufs Monopod. So wie man es halt kennt. Und wird einmal festgeschraubt. So, das Ganze steht jetzt auf dem Monopod. Und jetzt können wir das Gimbal einmal aktivieren. So, ist an. Und was ich jetzt auch noch mitgebracht habe, ist nämlich mein Handy. Das connecten wir jetzt mit der Kamera, weil dann haben wir nämlich einen externen Bildschirm. Den kann jetzt der Maverick dann bedienen mit dem Thumb Controller. Den hast du noch, ne? Ja. Mit dem Thumb Controller, dann hat er quasi jetzt einen Bildschirm, weil wenn wir jetzt das alles hier hochbauen, dann sehen wir den Bildschirm ja nicht mehr. Wir haben jetzt das Bild hier, ich will es einmal auch zeigen, auf von der Cam. Ich drehe mal die Cam, dann seht ihr das. Live View. Hier habt ihr Mavericks Face. Sehr nice. Und jetzt werden wir das Ganze versuchen eben umzusetzen. Also nimm den Bildschirm. Ich nehme jetzt den Crane. Und dann versuchen wir jetzt eine geile Aufnahme mit Crane zu machen. Funktioniert. So, und ich kann jetzt das Ganze hier einmal hochbauen, sodass wir einen verdammten Kran hier haben. Also das geht schon. Also sollen wir eben ein paar Steps hier weiter rausmachen? Das ist schon echt Drone-like. Das ist schon Drone-mäßig, ne? Ja. Also so hoch kommen wir. Reicht das? Also ich wollte folgendes Movement machen. Ich wollte von hier oben starten. Ne? Also siehst du ja, ne? Ich bin ja richtig weit oben. Nice. Okay. Du musst jetzt also ein bisschen runtertilten, genau. Ja. Und dann wollte ich nach vorne gehen. Und währenddessen langsam nach unten gehen. Ja. Weißt du? Ah, das ist. Diesen Move wollte ich machen. Ein bisschen ja, mega gut, Digga. Voll geil. Du kannst nicht. Wieder hoch, jetzt gleich. Okay. So Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen zeigen, wie das funktioniert mit dem Crane-Setup. Also Fake-Crane eigentlich, weil es ist ja kein richtiger Crane. Ihr seht es ja jetzt gerade da in der Kamera, denke ich mal, wie das gerade hier aussieht. Es ist auf jeden Fall kein Vlogging-Setup, aber hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ihr habt auch gesehen wahrscheinlich, wie schwer das ist eigentlich. Aber ich denke mal, wenn ihr im Team arbeitet mit ein bisschen Übung, dann wird das, glaube ich, ziemlich geil. Und das kann echt ziemlich, ziemlich geile Shots ergeben. Einzigartige Shots. Der Full-Frame-Camera ist das wahrscheinlich nochmal Quality dein Vater. Ja, und damit würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Danke an Mev auf jeden Fall für die Hilfe. Danke an Fiona für die Hilfe. Und ich kann nicht mehr. Vergesst nicht zu liken, vergesst nicht zu abonnieren. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Junge, Workout. Ja, aber ist ein nice Setup. Habe ich echt schon 2-3 Mal benutzt. Tatsächlich. Nutzt man seltener mal, aber das ist halt echt geil. Und damit kannst du halt richtig geile Shots machen, ne?
gerade natürlich auch an Locations, wo keine Drohne erlaubt ist, ist das erlaubt. Und dann kannst du natürlich richtig geile Shots rausholen. Das ist natürlich nochmal, was Leute nicht machen, ne? Also viele Leute nicht machen. Ja.